Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Nino Kuni. Wir sind wieder zurück in unserer Zeit, haben ein paar neue Zauber gelernt und einen tollen neuen Zauberstab bekommen, der uns allerdings offensichtlich jetzt noch nicht so viel nützt, denn er ist nicht vollständig und wir müssen jetzt erst noch quasi die Kugeln zur Vervollständigung finden. Und unser erster Anhaltspunkt sind da die Himmelspiraten unter dem Chef Kublai quasi, beziehungsweise dem obersten Himmelspiraten Kublai. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde allerdings jetzt erstmal ein klein bisschen Backtracking betreiben, denn wir haben ja so ein paar Sachen bekommen, unter anderem den Zauber Reisen, und damit würde ich jetzt tatsächlich nochmal gerne wieder nach Katzbuckel und die Orte reisen, bei denen wir schon gewesen sind, um zu gucken, ob es da denn neue Quests für uns gibt und eventuell ein paar neue ich komme gar nicht auf den Namen. Herzstücke, ja, genau das wollte ich sagen. Ja, deswegen werden wir jetzt mal nach Katzbuckel reisen und auch an die anderen Orte und uns da mal umschauen, ob wir etwas Neues entdecken können. Ja, mal schauen. So. Denn, also ich könnte das natürlich auch alles ganz am Ende machen, aber es macht jetzt mehr Sinn, weil man ja auch manchmal gute Sachen bekommt, die man eventuell brauchen kann. Wer von euch hat denn hier was für mich? Du oder du? Ich glaube, es ist das kleine Mädchen. Es sieht jetzt viel besser aus. Bald wird er wieder gesund sein, aber bis dahin darf niemand davon erfahren. Was machst du da? Abla, du hast mich erschreckt. Was ich gerade gesagt habe, ist ein Geheimnis, okay? Hm? Wie? Entschuldige, ich habe nicht aufgepasst. Was ist ein Geheimnis? Na gut, also, ich habe diesen armen Mähdrescher gefunden und ich habe mich um ihn gekümmert und ihn vor allen versteckt. Ein Mähdrescher? Das ist doch so ein Monster, oder? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Er ist nicht gefährlich, er ist ein ganz braves Lämmchen. Zuerst hat er Angst vor mir, aber jetzt sind wir die besten Freunde. Verdammt, ich ein wildes Viech als Freund. Sowas kriegt nicht jeder hin. Aber das ist echt nett von ihr, sich um das verletzte Kerlchen zu kümmern und alles, nicht? Stimmt, ihr Herz muss vor Güte platzen. Ihr verratet es aber niemandem, oder? Meine Mami wird sich aufregen, wenn sie was davon erfährt. Natürlich, aber können wir dich um einen Gefallen bitten? Okay, was kann ich tun? Könntest du ein paar Sekunden lang stillhalten? Er fragt nicht mal, er nimmt sich's einfach. Frech. Güte. Haben wir nicht noch Güte? Ich weiß es gar nicht. Nee, Tatsache hatten wir keine Güte mehr. Okay. Ein bisschen Güte erhalten. Sehr schön. Oh, mein Herz fühlt sich ganz leicht an. Na gut, ich sollte jetzt wirklich nach meinen Lämmchen sehen. Okay. So, wartet mal. Ich guck mal eben auf die... Oh, wie ging das hier gleich wieder mit der Karte? Sekunde. Muss immer gucken. Das ist, So, hier gibt es erstmal nichts, soweit ich das erkennen kann. Wir gehen mal kurz zum Auftragsexpress, ob es eventuell neue Monsterjagden geben könnte. Und dann gucken wir auch nochmal hinten auf den Platz. Das könnte sein, dass da vielleicht auch noch jemand eine Tugend für uns hat, obwohl wir ja jetzt schon eigentlich alles, was wir so aufnehmen können, bei uns tragen, meine ich. So, hallo. Monsterjagden? Oh ja, Tatsache, es gibt neue. Schaurige Schlucht in den Herbstlanden. Ein gigantisches Gasmonster stinkt so gewaltig, dass es nicht auszuhalten ist. Okay. Nehmen wir mal mit. Dann nach La Wahnsinniger. Auf halbem Weg zum Gipfel der Qualmhöhe. Okay. Da gibt's immer ganz schön viele Stempel. Das ist nice. Nichts Gutes im Schilde. Südlich des Verstecks der Himmelspiraten. Oh, eine riesige Schildkröte. Ja, das ist gut. Und Wasserschaden in der Nähe der Einfallsinsel. Alles klar. Ja, nehmen wir auch mit. Alles, was wir kriegen können. So, gucken wir mal auf die Anschlagtafel. Oh Gott, oh Gott. Schweinfurt, Schweinfurt, Schweinfurt. Katzbuckel, Al-Kuwait, Laguna. Also wir haben überall was zu tun, wie ihr seht.
Gut. Dann gehen wir mal gucken. So, war jetzt irgendeiner davon hier vorne drin? Ich glaube nicht, sonst hätten wir das schon gesehen, ne? Ja, hier ist keiner. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch in den oberen Bereich. Gehen wir da auch nochmal hin. Und gucken. So. Hier müsste es jetzt noch einiges geben. Sekunde. Ja, da vorne. Genau. Du hast doch was. Oh, ich hoffe, er kommt bald nach Hause. Ist alles in Ordnung? Sie sehen aus, als hätten Sie Kummer. Och, es ist wegen meines Mannes. Weißt du, er ist ein Entdecker. Er ist oft monatelang unterwegs und diesmal ist er an einen sehr gefährlichen Ort gereist. Ich habe seit 2 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Oh je, seit 2 Jahren? Och, das hört sich... Ach so, das ist Töpfchen. Och, das hört sich aber nicht nach einer einsamen Existenz... hört sich aber nach einer einsamen Existenz an. Aber ich mache mir keine Sorgen. Schließlich ist er der größte Entdecker der Welt. Was ihm auch zustoßen sollte, er findet immer den Weg zu mir nach Hause. Sie glauben wirklich an Ihren Mann, oder? Das kannst du laut... Ach so, oh Gott, ich immer Tröpfchen, als die Frau lesen will. Das kannst du laut sagen. Was für eine Ehefrau. Ganz nach meinem Geschmack und randvoll mit Glauben. Danke. Ich bin sicher, dass er bald einen ganz neuen Kontinent entdecken wird. Sagen Sie mal, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Würde Ihnen das etwas ausmachen? Einen Gefallen? Was für einen Gefallen? Sie würden uns wirklich sehr helfen, wenn wir etwas von Ihrem Glauben ausborgen dürften. Meinen Glauben ausborgen? Aber natürlich, das klingt doch großartig. Vielen Dank. Okay, da kriegen wir auch noch ein bisschen Glauben. Wunderbar. Haben wir jetzt, glaube ich, von jeder Tugend, die wir tragen können, eine, oder? Ja, ich glaube schon. Meine mehr als 4 hatten wir noch nicht entdeckt. Super. Das kitzelt. Oh, aber mein Herz fühlt sich so flatterig an, wie entzückend. Okay. So, wo waren jetzt die beiden Personen, mit denen wir hier noch sprechen mussten? Da oben steht jemand. Das ist einer der... Der da. Ich bin einfach nicht der Typ für Monsterjagden. Vielleicht sollte ich mich zur Ruhe setzen. Das Soldatenleben ist einfach nichts mehr für mich. Aber Herr Felswebel, woher dieser plötzliche Sinneswandel? Ist alles in Ordnung? Ach, der Feldwebel, mit einmal redet er davon, die Uniform an den Nagel zu hängen. Mir fehlt einfach der Kampfeswille und diese Bestien machen mir Angst. Sagen Sie so etwas nicht. Was ist nur mit Ihnen geschehen? Sie waren doch der tapferste von uns allen. Hey, Tröpfchen, glaubst du auch, dass dem Feldwebel der Mut abhanden gekommen ist? Er sieht aus, als hätte er ein gebrochenes Herz, nicht wahr? Was willst du nun dagegen unternehmen, Olli? Na, wir helfen ihm natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen, bald wird der Feldwebel wieder ein mutiger Soldat sein, versprochen. Glaubst du wirklich, dass du ihm helfen kannst? Keine Sorge, Mann, wir holen uns ein bisschen Mut und sind ratzfatz wieder hier. Wir sind doch schon wieder hier. So, Mut also. Haben wir keinen Mut? Tatsächlich haben wir keinen Mut. Wir haben alles, nur keinen Mut. Ah. Na gut. So, und was ist hier los? Wow, schon wieder Schule. Und ist das langweilig? Was ist los? Du weißt doch, dass alle Kinder zur Schule gehen müssen, oder? Aber das ist so anstrengend. Ist doch alles für die Katz. Was ist nun los mit mir? Bis gestern noch bin ich so gern zur Schule gegangen, um mit den anderen Kindern zu spielen. Oh oh, das kleine Fräulein leidet wohl an einem gebrochenen Herzen. Wirklich? Bist du dir da sicher? Absolut, der fehlt Enthusiasmus, eindeutig. So war ich rank und schlank bin. Nun, Olli, hilfst du ihr oder was ist? Natürlich helfen wir ihr. Ihre Freunde machen sich sicherlich Sorgen um sie und sie kann nicht einfach die Schule schwänzen. Wir müssen etwas unternehmen. Dann auf die Jagd nach Enthusiasmus, Junge. Los, los. Wir, glaube ich, Enthusiasmus haben wir aber, ne? Ja, ich glaube, den haben wir. Da. Wusch. Wow, wie viel Uhr ist
ist es? Oh nein, ich werde zu spät kommen. Mann, das ist ja schrecklich. Dann solltest du dich beeilen. Deine Freunde in der Schule warten sicher schon auf dich. Das werde ich, danke. Oh, hier ist nur ein kleines Dankeschön. Danke, danke, danke. Folgende Belohnung, 3 Stück Schokoladenkonfekt. Ach, ich muss das Zeug echt mal ausgeben. Und 3 Stempel, nice. So, dann hätten wir hier, glaube ich, erstmal alles erledigt, was wir erledigen konnten. Dann geht's auf zum nächsten Punkt. Das wäre dann Al-Kuwait. Nee, eigentlich der Goldhain erstmal, ne? Der kam ja als nächstes. Gehen wir hier so ein bisschen nach der Reihenfolge. Hoppla, stopp. Ich wollte noch mal kurz raus gucken. Hatte ich jetzt hier auch eine Monsterjagd, die ich noch machen konnte? Ja, wo geht denn das hier wieder raus? Oh, da. Einfach gegen die Bäume gelaufen. Sekunde. Kurz mal auf die Karte gucken. Nee, hier war keine Monsterjagd. Da steht unser Schiff übrigens. Ach so. Wartet mal. Stopp, stopp, stopp. Feenforst. Finsterer Wald war doch als nächstes. Genau. Finsterer Wald war doch als nächstes. Da müssen wir erstmal gucken, ob es noch was gibt. Schauen wir mal eben. Ich glaube, hier war auf jeden Fall noch eine Kiste. Eine grüne. Eine Quest sehe ich jetzt hier gerade nicht. Das ist die einzige Kiste, die uns hier noch fehlt. Sekunde. Ah nee, da sind wir fertig. Okay, Finsterer Wald ist tatsächlich fertig. In der Katalysation wären noch Truhen, aber da fehlt uns wahrscheinlich auch noch eine Violette. Von daher gehe ich da gerade mal nicht hin. Ach, und in Katzbuckel weiß ich auch noch eine grüne Kiste, fällt mir gerade ein. Okay, dann gehen wir kurz nochmal nach Katzbuckel. Ah. Da habe ich noch eine Truhe vergessen. Ich weiß, dass da eine ist, eine grüne. Die mit Swain noch zu holen ist. Ja, Entschuldigung. Ich könnte das auch nachher noch machen, weil hier ist ja auch noch eine violette Kiste. Aber was wir jetzt holen können, können wir auch jetzt holen. Ich meine, in die Katalysation würde ich jetzt nicht unbedingt reinlaufen wollen. Das ist dann doch ein bisschen weit. Aber jetzt muss ich mal gucken, wo war das denn gleich wieder? Irgendwo in so einer Nische mussten wir da hochlaufen. War das hier? Ich glaube, hier war es, ja. Zack. Eine Glaspastete. Okay. Gut. Das war's dann schon. Dann können wir direkt weiter. Nach jetzt aber wirklich. Nach Goldhain. So, im Goldhain gab es auch, glaube ich, noch eine grüne Kiste, ne? Ja, auch eine violette, aber die grüne, wenn wir eh einmal durchlaufen, können wir mitnehmen, weil ich weiß, dass es hier auf jeden Fall noch eine Quest gab. Die haben wir ja schon öfter gelesen. So, kurz gucken, wo ist die? Oh, ganz da hinten. Da wäre es ja eigentlich fast besser, wenn wir von Al-Kuwait dahin reisen, aber ich glaube, wir kommen immer da oben raus, meine ich. Ja, also müssen wir sowieso durchlaufen. Okay, das heißt geradeaus, links und dann wieder geradeaus, immer geradeaus, alles klar. Und wo könnte jetzt diese grüne Truhe sein? Ich muss kurz überlegen. Naja, mal gucken. Wenn wir zufällig dran vorbeikommen, würde ich sie mitnehmen. Ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt Umwege laufen wollen. Da war die rote Truhe. So, die... Oh, Vorsicht. Nicht in die Gegner reinlaufen. Ja, die brauchen wir ja nun wirklich nicht mehr. Da ist sie. Sekunde. Von wo aus? Von hier. Zack. Sehr schön.
War das jetzt die einzige Truhe hier? Ja. Fehlt uns noch eine grüne. Eine violette, nicht grün. Okay. So, jetzt hier schön geradeaus durch. Ich glaube, die Schweine greifen einen prinzipiell an, oder? Kann das sein? Oder ist er jetzt nur zufällig in unsere Richtung gelaufen? Keine Ahnung. So, wartet, wo muss ich lang? Einfach nur immer dem Weg folgen, okay. So. Dann sind wir doch gleich schon da, wo wir hin müssen. Hier kann ich mal ganz kurz den Stein antatschen, um meinen Mana wieder aufzufüllen. So. Speichern brauchen wir jetzt gerade nicht. So, hier vorne müsste jemand stehen, der eine Quest für uns hat. Eine Fee nämlich, ja. Was hast du denn für ein Problem, mein Lieber? Schauen wir mal. Hallo. Was? Aber wir haben uns doch gerade erst um den Wald gekümmert, Mann. Was? Was sagst du dazu, hä? Was sagst du dazu? Mann, beruhig dich, okay? Was? Tröpfchen, bist du das? Wann bist du denn zurückgekommen, Mann? Hat eben, Mann. Olli hat einen Fluch gebrochen, den Shadar mir verpasst hat. Was? Der kleine Menschling da? Wie sagen die Menschen nochmal? Manchmal trügt der Augenschein. Wie auch immer, Tröpfchen. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich brauche deine Hilfe. Warum? Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Gar nichts, Mann. Der Wald ist es ja wohl. Der wird nämlich mächtig schikaniert. Wir hatten gerade mal 5 Minuten Ruhe. Da kamen diese doofen Radausauen. Die fressen uns die ganzen Pilze weg. Aber im Goldhain gibt's doch jede Menge Pilze. Ihr könntet denen doch ein paar davon abgeben. Was? Niemals, Mann. Die Monster sind unersättlich. Die verputzen jeden einzelnen Pilz im Wald, wenn wir sie nicht aufhalten. Klingt ziemlich übel. Was meinst du, Olli? Sollen wir helfen? Okay. Also müssen wir Radausauen töten. Alles klar, wir werden die Monster schon irgendwie los. Was? Schick, dir ist klar, dass die echt fies sind, oder? Keine Angst, Mann. Der Olli kriegt das hin. Er hat ja schließlich einen Großfürsten der Feen an seiner Seite. Tröpfchen, Mann, du bist verdammt mutig, danke. Ich hab gehört, dass sich 3 von den Radausauen im Wald rumtreiben. Wir zählen auf dich, Mann. Na, dann gehen wir die Sauen mal suchen. Radausauen. Das Wort Radausauen. Radausau. Eine davon war doch hier hinten gerade eben gewesen. Ah, da ist die violette Kiste. Gut zu wissen, hoffentlich merke ich mir das auch. Aber wahrscheinlich eher nicht. So, du bist keine Radausau. Irgendwo hier vorne hatte ich eben eine gesehen, dachte ich. Ach, jetzt muss ich ja doch nochmal durch den ganzen Wald laufen. Upp, 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 upp. Ja, hier glaube ich, hier vorne vorm Pilz war die erste, ne? Da ist er auch schon. Radausau Nummer 1. Rappelsau, ist das jetzt richtig? Keine Ahnung. Boah, nun. Ich hätte die zähmen können. Das hat jetzt, glaube ich, nicht gezählt. Ach, da, da. Diese ist die Radausau. Ach, und die werden uns sogar auf der Map angezeigt. Das ist ja nice. Da kann ich ja gleich mal gucken. Trampelsau, Radausau. Die macht ein bisschen mehr Schaden, wie es aus. Oder hält ein bisschen mehr aus, auf jeden Fall. Oh. Autschen? Wir machen hier die Radausau ganz alleine platt. Guckt mal. Zack, zack, zack. Kabäm. Wunderbar. Level up. Sehr schön. Für Oliver und für Babani. Eine erledigt, noch 2 übrig. Wo sind die? Eine ist dort und eine ist dort. Okay.
Ah, gut, dass die auf der Map angezeigt werden. Da muss ich hier wenigstens nicht ewig rumsuchen. Das ist doch schon mal was. So, dich brauche ich nicht. Ich brauche dich. So. Wunderbar. Wir kümmern uns wieder um die Radausau. So. Geht eigentlich um Schaden, ne? So. Jetzt haben wir es doch schon. Wunderbar. We did it. Noch die letzte und dann haben wir es. Jo. Da mussten wir jetzt auch einfach nur weiterlaufen, ne? Ja. Und nicht abbiegen dabei. Passen Sie bitte auf, wo Sie hinflüchten. Jetzt laufen Sie hier noch aus Versehen unkontrolliert in Leute rein. Das geht doch so nicht. Das geht doch nicht. So. Dann müsste sie hier sein, genau. Upala. Come on. Oh Gott, hat hier viele Sauen dabei. Da könnten wir jetzt eigentlich auch mal einen Schnitter raushauen, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Nice. Ich würde sagen, da schmeißt du direkt noch eine tolle Rolle hinterher. So. So. Er kümmert sich direkt um den Hauptgegner. Wundervoll. So, den noch und dann haben wir es. Müssen wir nur den ganzen Weg wieder zurücklaufen gleich. Supi. What can I say? It's a gift. It's a gift. Okidoki. Projektilschuss hat er gelernt. Alle Radausauen wurden besiegt. Dann gehen wir jetzt zurück. Einmal durch den Wald. Haben wir die Quest auch schon erledigt. Die haben wir ja schon, seit wir im Feenforst waren. Oh, süß. Die Geräusche, die sie auch machen manchmal. Wo muss ich lang? Hier. Und jetzt nach unten. Oh, und dann haben wir es doch gleich schon. So, als nächstes kam dann Alcoweit. Bei dem Tempel der Prüfungen, den würde ich jetzt gerade erstmal auslassen, weil die salomonischen Prüfungen, die will ich jetzt noch nicht machen. Von denen uns der Markusin erzählt hat. Die würde ich erstmal noch auslassen und erstmal den Rest nachholen, sozusagen. Jo. Ich würde aber gleich hier direkt auch mal rauslaufen aus dem Wald und gucken, ob da draußen irgendwo eine der Monsterjagden ist. Da bin ich mir nämlich auch gerade nicht sicher. Nee, brauchst du nicht abspeichern. So, mein lieber Feenfreund. Wir haben den Wald wieder sicher gemacht. Oh oh. Was ist denn hier los? Schau mal, Tröpfchen, noch ein Monster. Oh, verflixt, die Fee hat keine Chance, Mann. Komm schon, Olli, machen wir dem Biest ein Ende. Alles klar. Hör mal. Oh, oh, der sieht aber böse aus. Huiuiui. So viele. Eine Hitzesau. Hitzesau, da wäre es ja vielleicht gut. Wir haben doch Esther mit dir. Und dann Schnee... Sturm. Schneesturm. Müsste ja auf die... Ja, auf die Hitzesau unheimlich viel Schaden machen. Er macht nochmal Schnitter, okay. Wird dann
Kurz, ist da eine goldene Kugel gefallen gerade? Nee, leider nicht. Nee, hör mal. So, jetzt ist der Schneesturm wieder frei. Ah, ist eh nur noch die eine Sau. Naja, egal. Ich habe eigentlich auf den Kreis gedrückt, damit ich das abbreche, aber ist egal. So, mach nochmal den Tornado auf ihn. Haben sie doch gut hingekriegt. Nee, super. Hätte ich, glaube ich, auch so hinbekommen. Aber Schneesturm haben wir wenigstens gleich alle damit getroffen. So, mein Guter. Bist du okay? Gerade so eben, Mann. Gerade so eben. Das Monster da war ganz schön heftig. Das war eine Hitzesau, Mann. Die sind noch viel stärker als die anderen Monster. Aber keine Angst, die sind jetzt weg. Was? Ich glaub's ja nicht. Danke, Jungs. Ihr bald ist wieder sicher. Nimm das hier, okay? Das ist ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Einen Spitzhut haben wir bekommen. Und fünf Stempel wollte ich sagen. Es sind 6 Stempel. Oh yeah. Krass. Nice, nice, nice. Okay, gut. Gehen wir hier fix raus. Dann gucke ich mal eben schnell, ob da noch eine Monsterjagd ist. Bin mir nicht sicher. Wir haben so viele Monsterjagden angenommen. Es könnte sein. Nein. Aber bei der Qualmhöhe, da war ja dann definitiv eine. Okay, gut, dann ab nach Alcoweit. Da können wir jetzt eigentlich auch laufen, das Stück, oder? Ach nee, Reisen geht schneller. Gut, Alcoweit war dann die nächste Stadt. Dann eigentlich der Tempel der Prüfung, aber den lassen wir mal aus. Und dann die Qualmhöhe. So, was gibt's jetzt hier? Mein Herzempfänger ist schon wieder am Dudeln. Och, das ist so heiß, so glühend heiß. Herrje, sie schwitzen aber ganz schön. In der Tat, egal wie lange ich leben werde, ich werde mich nie an diese höllische Hitze gewöhnen. Es muss wirklich hart sein, jeden Tag Wache zu stehen, so wie sie. Natürlich ist es das. Es gibt viele, die die schwierigen Arbeitsbedingungen nicht ertragen können. Haben Sie nie daran gedacht, zu kündigen? Niemals. Ich bin stolz darauf, meinem Land zu dienen und den Frieden unseres großartigen Reiches zu schützen. Olli, kein normaler Mensch könnte so in der Sonne schmoren und nicht total durchschnappen. Du hast recht, er muss eine ganze Menge Zurückhaltung haben, wie? Ach, ich störe nur ungern, aber ich wollte Sie etwas fragen. Natürlich, stimmt etwas nicht? Nun, es gibt Leute, die ihre Zurückhaltung verloren haben und ich hatte gehofft, wir könnten etwas von ihrer borgen, um ihnen zu helfen. Deine Worte verwirren mich, aber wenn ich denen helfen kann, die in Not sind, bin ich gern dazu bereit. Vielen herzlichen Dank. Ah ja, davon haben wir schon was. Okay, der hat also noch Zurückhaltung. Sekunde. Da ist noch eine Quest und da hinten hat noch jemand eine Tugend für uns. Okay. Dann gehen wir mal die Quest noch holen. Oh, ich kann einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Habe ich sie auf ewig verloren? Was ist los? Sie scheinen Kummer zu haben. Es ist meine Geliebte. Ich werde das quälende Gefühl nicht los, dass sie ihr Herz einem anderen geschenkt hat. Wie? Du meinst, die hintergeht dich? Hast du Beweise oder so? Nein, ich habe keine Beweise. Sie lebt weit weg von hier in meiner Heimat. Wir treffen uns nur selten. Aber wenn es keine Beweise gibt, wieso zweifelst du dann an ihr? Ist nicht sehr nett, oder? Aber sie ist doch so schön. Ihre Augen leuchten wie die Sterne am Firmament. Ich weiß einfach, dass andere Verehrer in Scharen an ihrer Tür klopfen. Oh, ich mache mir solche Sorgen. Ich kann nicht mehr klar denken. Na je, es geht ihm nicht gut. Wenn er nur lernen könnte, ihr zu vertrauen. Das ist ja genau das, wozu er nicht fähig ist, Olli. Er hat ein gebrochenes Herz, Mann. Der leidet Höllenqualen, weil ihm der Glaube fehlt. Wir können den armen Kerl nicht seinem Schicksal überlassen. Wir müssen ihm helfen. Jupp. Das machen wir. Glaube. Haben wir Glaube? Ja. Wunderbar. Glaube. Ich mache mir gar keine Sorgen mehr. Wie konnte ich nur an meiner Geliebten zweifeln? Ich war solch ein Narr. Das war's, mein Freund. Und was für einer, dieses ganze wehleidige Gejammer bringt dich nicht weiter. Du hast recht. Dank euch habe ich den Glauben an meine teuerste, wunderschöne Geliebte wieder. Ich muss euch etwas geben, um euch zu danken. Hier, wird das reichen? 3 Portionen Frostpudding und 750 Gulden und 3 Stempel. Trau, schau, wem? Was? Ach, okay.
So, dann gehen wir noch fix hinten die das Herzstück holen. Ich hoffe, dass wir das aufsammeln können. Wir haben jetzt so ein paar auch wieder ausgegeben. Hallo Rashid. Ich dachte eigentlich, bei dem hier würden wir auch noch eine Quest kriegen, aber irgendwie offenbar noch nicht. Wer denn du? Ach, vielleicht habe ich es diesmal etwas übertrieben. Ist alles in Ordnung? Ach, es geht mir gut, Junge. Mach dir keine Sorgen um mich. Jetzt muss ich aber wieder an meine Arbeit. Was, sie wollen zurück an die Arbeit, obwohl sie verletzt sind? Das geht nicht. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Die Bestie muss besiegt werden. Ha, welche Bestie? Von was faselst du da, Mann? Ach, ich rede von einer grässlichen Kreatur von gewaltigen Ausmaßen, die sich am Fuße des Vulkans westlich von hier niedergelassen hat. Sie hat einen meiner Truppkameraden schwer verwundet. Ich kann nicht zulassen, dass sie noch mehr Unheil anrichtet. Sie muss vertrieben werden, koste es, was es wolle. Deswegen bist du stinkesauer, das verstehe ich natürlich. Ich kann nicht glauben, dass sie mit so einer Verletzung zurückgehen und weiterkämpfen wollen. Es ist so gefährlich. Haben sie denn keine Angst? Na, ich bin schon viele Jahre alt, mein Junge, aber Angst hat mich noch nie geplagt. Verflixt, hör mal, dein Mut ist ja echt beeindruckend und so, aber du musst dich auch mal ausruhen. Keine Zeit zum Ausruhen. Wenn die Bestie nicht bald besiegt ist, dann... Ach, zum Kuckuck, fein, hol dir noch eine Tracht Prügel. Olli, benutzt Herzempfang, bevor er wieder wegrennt, um sich verhauen zu lassen. Wie? Oh, sicher. Herzempfang, schnell. Mut, brauchen wir nicht irgendwo Mut? Och Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr, Freunde. Mut. Ah, Mut brauchten wir, glaube ich, bei den Feen und ich glaube auch in Alcuvite brauchten wir Mut, in Katzbuckel. Ha, was ist das? Ich fühle mich beruhigt. Vielleicht habe ich mich übernommen. Ich kann diesem Gegner nicht allein gegenübertreten. Ja, ich muss den Auftragsexpress bitten, einen Monsterjäger ausfindig zu machen, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Gut, gut. Dem haben wir ein bisschen Mut gegeben. Gut, also hier vorne hat noch einer Zurückhaltung für uns und ich glaube... in Katzbuckel. Ich reiß da nochmal ganz fix hin. Ich glaube, in Katzbuckel wollte doch einer Mut, ne? Das machen wir noch fix und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Einmal ganz schnell gucken gehen. Ich glaube, die... Da wollte einer Mut. Oder war es was anderes? Noch einmal schnell bis hochlaufen. Ach, hier sind die Sachen ja wieder gespawnt. Das ging aber schnell. Egal. 5 Gulden haben oder nicht haben, ne? So sehe ich das immer. Also ich weiß, dass wir auch bei den Feen Mut brauchten. Deswegen wäre es gut, wenn wir den jetzt hier nicht verbrauchen würden. Aber egal, wir kriegen sicher auch noch woanders mal welchen. Rückhaltung müssen wir mal ausgeben. Muss ich mir irgendwie merken, dass die da noch ist. So, hier kurz gucken. Ja, da oben war noch jemand. Der brauchte, glaube ich, Mut. Meine Mut war das Einzige, was wir nicht hatten vorhin. Ja, genau, der Soldat war das doch hier. So. Genau, einmal, ups, Herz schenken. Wunderbar. Okay, Freunde, haben wir doch schon ein paar Sachen erledigt wieder. Zack. Was ist denn hier los? Wir sollten doch auf Patrouille sein. Herr Feldwebel, Sie sind wieder ganz der Alte. Prima, wir haben ihn gerettet, oder? Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber der der Feldwebel ist wieder ganz der Alte. Es ist nicht viel, aber bitte nimm das hier als kleines Dankeschön. Okay, 750 Gulden, irgend so ein Stein und da habe ich jetzt gerade nicht richtig geguckt und 3 Stempel. Wunderbar. Gut, Freunde, dann war's das aber für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Ni no Kuni. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!